Komm, Leo, heb an, ich habe nicht so viel Zeit. Grüß dich, Leo, du, ich möchte nur erzählen, die Woche ist total super, nur zum Reden haben wir keine Zeit. Wir sind ja den ganzen Tag, ich verlerne das Reden richtig. Wenn wir gerade mal eine Pause haben, dann rennen wir von einem Zimmer zum nächsten oder wir rennen da einen Berg auf, ich habe am glaubt, ich bin falsch, ich bin von einer Sportwoche, dabei sind wir eher von einer Sinnwoche. Und wenn du singst, da darfst du nicht rutschen. Da kannst du nicht fragen, ah, wo sind wir denn, wie geht's denn, wie kannst du mir das vorsingen, oder da habe ich mich versungen, oder welcher Lied singen wir, oder wo sind wir gerade, das ist alles nicht erlaubt, da darfst du nur singen. Aber weißt du, gefällt dir jetzt da schon, da waren nicht nur der Fritz und du im Tenor, da waren viel, da waren jetzt echt viel, weil ich wusste, dass so viele Tenöre gibt auf der Welt. Und auch Bässe sind da, also wenn die singen, dann wummert das ganz schön, das Gruft. Nur mit meinem Englisch haben sie keine Freude. Mein Du wollen sie gar nicht. Und wenn die Hymne singen, das ist komisch. Also mein Heaven hat zwei E. Aber das, der Hymne da, der hat nur ein E. Das muss ich nicht streichen. Hast du gewusst, dass man N singen kann? Oder wenn du singst Direction, das Ei mit dem auch nicht. Habe ich auch weggestrichen. Ich sage, dass ich verstehe den Text schon gar nicht mehr von lauter weggestrichen und ich bin gespannt. Und weißt du, glaubst du, bist du auf einer Kirchenmusikwoche und singst Latein? Aber die haben ein ganz komisches Latein. Wenn du hast Agimus, dann singen die Agimus, das klingt für mich so wie ein Schnupfen. Meine Vorbereitung für die Woche war überhaupt schlecht. Ja, man denkt, ist viel, dann habe ich viel Resonanz und viel Stimme. Und dann kriege ich mit, nein, da braucht man Muskeln, aber nicht das Fett. Und ich mir denke, wenn ich so viel ist, dass ich auch schon wieder Pavarotti, dann bin ich richtig, dann sind ich richtig schön. Aber das war auch falsch. Aber ein lustiges Lied singen wir schon. Da darf man die ganze Zeit lachen. Ich habe am Anfang geglaubt, das Lied, da geht es darum, dass man einen Komponist auslacht. Aber dann habe ich es mir erklärt, nein, das ist falsch. Du musst genau nach Noten lachen. Aber ich kann nicht nach Noten lachen. Also entweder ich lache gar nicht, oder ich lache dann, wenn es mir gefällt. Ich muss zur nächsten Probe, da darf ich wieder nichts reden, nur singen, nicht atmen, nur dann, wenn sie die sagen, ich